Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei den Pretty Old Pixel. Ich heiße Alexander und ich freue mich, dass ihr in eine Replay-Folge zum Spiel Project Stealth Fighter hineingeschaltet habt. Und bevor ihr euch wundert, warum jetzt plötzlich ein neues Replay zu einem Flugsimulator bei dem Pretty Old Pixel erscheint, ohne dass es zuvor ein Unboxing-Video gab, das lässt sich sehr leicht erklären, denn dieses Replay hier gehört noch zum F19 Replay vom Selma, welches gerade bei dem Pretty Old Pixel stattfindet. Und zwar hatte Selma mich in diesem Zusammenhang gebeten, doch die C64-Fassung mal anzuschauen. Und dieser Bitte bin ich jetzt sehr gerne nachgekommen und das ist jetzt mein Replay zum Spiel F19 oder wie auf dem C64 hieß, Project Stealth Fighter. Das Spiel ist 1987 herausgekommen, das ist ein Jahr bevor die MS-DOS-Version rausgekommen ist. Und die Besonderheit besteht darin, dass der Titel hier des Spieles nicht F19 beträgt, sondern tatsächlich noch Project Stealth Fighter. Ihr erinnert euch, es war ja ein geheimes Flugzeugprogramm der US-Amerikaner. Keiner wusste tatsächlich, wie der Flieger heißt. Hier war MicroProse etwas vorsichtig bei der Namensgestaltung und hat deshalb auch nur von einem Projekt Stealth Fighter gesprochen, auch als Titel, während sie dann später bei der DOS-Version mutiger waren und antizipiert haben, dass der Flieger F19 heißt. Aber sie haben sich vertan, denn zeitgleich mit der Veröffentlichung des Spiels wurde wohl auch der Stealth Fighter vorgestellt und der hatte dann nicht die Nummer F19, sondern F117. Eine interessante Geschichte, schön nachzulesen in der Biografie von Sid Meier, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Und ich bin natürlich als großer MicroProse-Fan der Bitte von Selma sehr gerne nachgekommen, auch wenn ich glaube, dass ich nicht sehr weit kommen werde, denn das Spiel ist wirklich sehr komplex, es ist eine richtige Flugsimulation und ich werde jetzt wirklich nur die Basics mal hier ausprobieren und mal gucken, wie weit ich komme. Ich selber habe damals das Spiel nicht gespielt auf dem C64, da hatte ich schon meinen Amiga, also wirklich auch für mich ein ganz neues Spiel. Und was wir hier auch schon mal gesehen haben, wir haben hier ein richtiges Intro von MicroProse, das sind wir ja gar nicht gewohnt von den anderen Spielen. Und es geht jetzt auch direkt los. Und wir sehen auch hier, wer das Programm designt und programmiert hat und Sid Meier wird dort nicht aufgeführt, sondern nur seine Mitarbeiter. Das heißt, er selber war nicht unmittelbar an diesem Spiel beteiligt. So, und wir sind auch hier direkt bei der Codeabfrage. Damit wollte man damals sicherstellen, dass nicht das Spiel raubkopiert wurde. Aber die Version, die ich hier spiele, die ist tatsächlich gecrackt. Deshalb wundert euch nicht, dass ich hier einfach den Knopf gedrückt habe und nicht mir die Flugzeuge im Einzelnen angeschaut habe. So, wir fangen direkt an. Wir sehen hier die Übersichtsseite. Wir können eine neue Savegame-Diskette anlegen. Wir können als neuer Pilot starten oder diesen Piloten dann auch speichern. Und wir können eine Mission starten. Und das mache ich. Ich verwende übrigens wieder meinen Competition Pro. Ist ein bisschen laut, aber das ist halt mein Lieblingsjoystick für C64-Spiele. Was steht hier? Also, es geht wohl um Gefechtshandlungen über Libyen. Das passt ja wunderbar mit den 80ern. Ich kann mich noch dran erinnern, wie der damalige Präsident, war es Reagan, einen Angriff auf Tripolis befohlen hatte, bei dem, glaube ich, ein Kind von Gaddafi gestorben ist, bei diesem Luftangriff. So, und da scheint hier ein Modus zu sein, wo nicht viel passieren kann. Wir können uns jetzt hier verschiedene Schwierigkeitsstufen wohl aussuchen, wenn ich das richtig sehe. Cold War, Limited War, Conventional War. Hardline Diplomacy and International Terrorism have increased world tension. However, military forces remain on peacetime alert. Okay. Limited War. The diplomatic situation has deteriorated to the point where nations are using limited military action in this region. Opposing military forces are now on alert. Und conventional war, full-scale conventional non-nuclear war has begun in this region. Enemy military forces are ready for battle or already in action. Ah gut. Wir wollen ja uns wirklich das Spiel jetzt nur einmal rudimentär anschauen, also nehme ich wirklich hier die einfachste Variante und jetzt kann ich auswählen, ob ich hier
einen Angriff mit Bomben fahren möchte, ob ich einen Luftkampf bestehen möchte. Oder Dress Rehearsal. Oho, eine Mission gegen Tripoli. Also das, was ich eingangs erzählt hatte. Was machen wir? Ah, probieren wir das doch mal. The training and proficiency of enemy personnel is very low. The equipment is often outdated and poorly maintained. Okay, jetzt kann ich hier noch aussuchen, wie stark die Gegner sein sollen. Wir machen es hier sehr einfach. Und wir machen Easy Landing. So, Mission Debriefing. Das ist wirklich tatsächlich die Mission, die Reagan damals angeordnet hatte. Meine Aufgabe ist es tatsächlich, den militärischen Hauptstützpunkt in der Innenstadt von Tripoli anzugreifen. Starten tue ich auf Ragusa Airbase. Ich glaube, das ist in Italien, wenn ich mich recht entsinne. Da bin ich mir aber nicht sicher. Und landen soll ich, glaube ich, auf einem Flugzeugträger oder die CV America. Es ist eine Nachtmission und ich benötige 7500 Pfund Treibstoff. Auch hier glaube ich, dass das Pfund heißt LBS. Aber das weiß Selma alles besser und er wird mir dann die eine oder andere Ungenauigkeit hoffentlich verzeihen. So, go on leave, select new mission, intelligence brief. Da kriegen wir jetzt eine kurze Darstellung über die taktische Lage. Es gibt Flugabwehrbatterien, SA-5, SA-2, SAN-5. Das waren alles russische Geräte, die Libyer eingekauft hatten. Surface-to-Air-Missiles und MiG-23 Flugzeuge, die mich wahrscheinlich etwas ärgern. Okay. Aber hier steht auch, dass man nicht davon ausgeht, dass ich frühzeitig erkannt werde. Das hoffe ich auch. Das hatten wir schon. Und jetzt können wir unser Flugzeug ausrüsten. Witzig ist auch das Bild hier. Ein Aschenbecher mit einer angezündeten Zigarette, die schon zum Teil aufgeraucht ist. Und das, was auf der rechten Seite sein soll, dieses Bild, da muss ich ehrlich gestehen, das vermag ich hier nicht zu erkennen, was das ist. So, und hier kann ich mir jetzt wahrscheinlich die Ausrüstung selber zusammenstellen. Und zwar habe ich, glaube ich, 4 Waffenschächte, sagt man das so bei Flugzeugen auf Deutsch? Also Base heißen die auf Englisch. Und da sehen wir schon, dass ich eine gewisse Anzahl von Raketen und Bomben an Bord habe. Und zwar Sidewinders, das sind Raketen, um feindliche Flugzeuge abzuschießen. Dann diese AMRAAM, das weiß ich nicht mehr, was das ist. Maverick, das ist, glaube ich, eine Bombe. Und Paveway, glaube ich, ist auch eine Bombe, die, glaube ich, dafür geeignet ist, Bunker aufzubrechen. Und ich habe insgesamt 10.000 Pfund Treibstoff an Bord. Das ist wunderbar. Ich brauche 7.500. 10.000 habe ich. Das heißt, ich habe noch eine Sicherheitsreserve von 2.500 Pfund, falls ich mich verirre. Und hier sehen wir aber auch sehr schön, dass es wirklich eine große Auswahl an Waffen gibt, die ich hier tatsächlich auch verwenden kann. Ich kann auch, wenn ich das hier richtig sehe, eine Infrarotkamera verwenden. Das sind dann wahrscheinlich die Aufklärungsmissionen, die man machen kann. Und viele Sachen, die mir ehrlich gesagt nichts mehr sagen, da ich mich nicht mehr mit diesem Thema groß beschäftige und auch sehr viel vergessen habe. Früher habe ich das wahrscheinlich alles gewusst, was das ist. Aber hey, da war auch Kalter Krieg. So, jetzt müssen wir einmal die Diskette wechseln. Das Spiel ist auf dem 64er auf 2 Disketten ausgeliefert worden. Und die allerwenigsten hatten, glaube ich, für den 64er 2 Diskettenlaufwerke. Also das Wechseln der Diskette war gang und gäbe bei uns. Und unser Flugzeug wird jetzt gerade aufgetankt und bewaffnet. Das ist eine sehr schöne Zwischenmeldung, um die Ladezeit zu verkürzen. So, und wir sehen schon, es ist ein Nachteinsatz. Es ist dunkel. Und bevor wir hier die Maschine starten, möchte ich doch erstmal mich hier etwas vertraut machen mit dem Cockpit, was wir hier vor uns sehen. Ich hatte mir hier auch was ausgedruckt aus der Bedienungsanleitung, da wird es sehr schön erklärt. Und ich habe mir auch die Tastaturschablone für den C64 ausgedruckt, damit ich gleich bei der Tastatur die Tasten finde, die ich benötige, um spielen zu können. Was sehen wir? Wir sehen zunächst einmal ganz oben
unser Kompass 180 Grad, also zeigen wir nach Süden. Auf der rechten Seite haben wir die Höhe, die Altitude. Wir sind noch am Boden, also 0 Meter. Und auf der linken Seite sehen wir unsere Geschwindigkeit und dort sind wir auch bei 0, denn wir haben ja noch nicht einmal die Maschine angeworfen. Was sehen wir sonst noch? Wir sehen unten eine Karte, Mittelmeer, wir sehen Libyen. Der blinkende Punkt, das sind wohl wir. Also meine Vermutung, dass der Flughafen, von dem wir starten, in Italien ist, ist tatsächlich richtig gewesen. Das heißt, dort werden wir gleich starten und dann werden wir ja 180 Grad gen Süden fliegen, um Tripolis anzugreifen. So, dann sehen wir links, was steht da? WB, Weapons Bay. Da weiß ich noch nicht, was es auf sich hat. LG ist Landing Gear, ist ausgefahren, deshalb blau. Speed Brake ist auch blau, das ist ja die Bremse, die brauchen wir, glaube ich, beim Landen. Und Flaps, das ist noch ausgegraut, das werde ich gleich einschalten, um starten zu können. Denn ich habe mal gelesen, dass das Flugzeug aufgrund seiner Bauweise und der primären Funktion Radarstrahlung zu verschlucken, um damit unsichtbar zu werden, sehr schwer zu fliegen ist und das tatsächlich am meisten wohl der Autopilot macht. Über der Karte haben wir Buchstaben. Da haben wir einmal A, Accelerated Time, das heißt also, wenn ich die Zeitbeschleunigung anmache. Tracking Mode, keine Ahnung. Gun Sight on HUD ist G. Bomb Sight on HUD und Missile Sight on HUD. Da werde ich wahrscheinlich reinschalten können in die Waffen. Vermute ich mal. Aber ich weiß es nicht. Dann haben wir in der Mitte VVI, Vertical Velocity. Das wird uns der Selma erklären, was das genau ist. Consumption Rate, ja, der Verbrauch. Fuel Supply, F, das ist unser Treibstoffvorrat. Und Throttle, ja, das ist unser Gashebel. Da werden wir sehen, wie der Verbrauch sich ändert, je nachdem, welche Geschwindigkeit ich hier gleich einstellen werde. Dann rechts sehen wir ein Textfeld. Ein Monochrom CRT steht hier. Während auf der linken Seite es ein Farbmonitor war. Das ist auch ganz interessant. Heute ist, glaube ich, alles Farbe. So, Enemy Identification, Weapons List, System Info, Radio Message und INS Reset On. Keine Ahnung, was das ist, aber da werde ich wahrscheinlich nachher mich durchklicken können. Und dann haben wir oberhalb ECM, also unseren Radarjammer, IRJ, unser Infrarotjammer und DCY Decoy Running. Da habe ich keine Ahnung, was das ist. Also Radar und Infrarotjammer, ja, das ist, um feindliches Radar und feindliches Infrarot zu stören. Aber dieses DCY, das sagt mir gar nichts. Und interessant ist aber die Leiste in Gelb, die ihr da seht. Die nennt sich hier EMV Profile, Visibility to Enemy. Das zeigt an, wie sichtbar ich für Gegner bin, auf deren Radar oder für deren feindlichen Flugzeuge. Gut, und dann haben wir noch Pitch 0 Grad, das ist die Neigung der Nase, wenn ich mich richtig entsinne. Und Roll, das ist unsere Längsachse, ob wir gerade sind oder ob wir gerade nach rechts oder links uns drehen, das werden wir sehen. Und dann haben wir in der Mitte unser Radar mit Warnungen. Ja, und da werden wir einfach mal schauen, wie die Luftabwehr der Libyer ist und ob sie mich denn tatsächlich entdecken. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Okay, das ist also das Cockpit. Es ist sehr umfangreich, aber ich finde, es ist alles sehr logisch angelegt und wahrscheinlich auch relativ authentisch, so authentisch wie ein Flugzeug sein konnte, welches unter der absolut höchsten Geheimhaltungsstufe der Amerikaner entwickelt wurde. Dann wollen wir doch mal starten und das erste, was wir machen werden, ist die Maschine anmachen. Und dafür müssen wir, wenn ich die Tastaturschablone richtig interpretiere, die 6 drücken. Und ja, man hört tatsächlich die Maschine, wie sie hochfährt. Sehr schön. So, dann drücke ich jetzt die 0. Das ist Speed Brakes, Gear Brakes. Dann nehme ich mal die Bremse raus. Das hört sich auch gut an. Und jetzt würde ich gerne noch die Flaps setzen, sprich sie ausfahren, um starten zu können.
Und das war es, glaube ich, schon. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich E drücke. W, S, Message. Das geht scheinbar alles noch nicht, oder? Na, egal. So, also, wir haben die Kiste angekriegt. Wir haben unsere Flugvorbereitungen abgeschlossen. Und jetzt würde ich mal sagen, geben wir mal Gas, oder? Und zwar mit der Plus-Taste. Das sieht schon mal gut aus. Und wir sind in der Luft. Also das erste haben wir schon mal geschafft. Wir fahren... Nee, das war falsch. Entschuldigung. Ich wollte die Flaps einfahren. Und ich möchte natürlich das Gear einfahren. Das ist 8. So. Super. Wir sind schon auf 4000 Fuß. Irgendwo über dem Mittelmeer. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Und da seht ihr auch, dass der Verbrauch natürlich dadurch sinkt. Und jetzt sehen wir bei B auch die Waffen, die wir haben. Sidewinder, Amram, Maverick, Paveway. Das ist schon mal gut. Und wenn wir auf B drücken, kommen wir zu einer taktischen Karte. Ah, okay. Da sehen wir unseren Flieger. Wir haben gerade eine kleine Insel überflogen. Der weiße Punkt. Wir sind auf 12.000 Fuß. Wir steigen weiter. Mit der Space-Taste können wir zwischen den einzelnen Zielen hin und her schalten. So, wie komme ich denn aus der taktischen Karte wieder raus? Mit V, okay. N ist Switch Track Mode, keine Ahnung. Das ist jetzt auch nicht so einfach zu spielen, weil ich ja auf dem PC per Emulator spiele. Die Schablone aber natürlich für den C64 gemacht ist. Aber ja, da müssen wir jetzt durch. So, Shift. Keine Ahnung. So, da hinten sehe ich, glaube ich, die Küstenlinie. Und ihr seht auch beim Pitch, wir sind bei plus 7 Grad. Wir steigen. Und ich nehme mal die Nase jetzt runter. Und ich reduziere nochmal weiter die Geschwindigkeit. So. Ich glaube, ich fliege ein Stückchen landeinwärts und werde dann beidrehen und Kurs auf Tripolis nehmen. Wenn ihr es hier blättern und rascheln hört, das sind die Ausdrucke, die ich mir gemacht habe. So, das sind aber nur die Befehle, die ich hier sehe. Ah, hier. Das habe ich alles gemacht. Wie kann ich denn mein Ziel anvisieren? Ah, F1, F2, F3. Okay, das sind Tasten, um die Weapons Bay zu armieren.
sprich scharf zu machen. Verstanden? Und ich sehe auch, dass wir hier die Türen der Waffenbase auch tatsächlich öffnen müssen, wenn wir was abschießen wollen. Macht ja Sinn. Nee, eine richtig schöne Simulation. Das muss ich schon mal sagen. Und wir haben fast die Küste von Libyen erreicht. Aber wir haben... Oh! Wir haben Probleme. Ich bin zu langsam. Nein, ich werde, glaube ich, vom feindlichen Radar erfasst. RWR. Oh ja, und das sieht man auch bei der Visibility. Voller Ausschlag. Also ich bin nicht mehr so visible. Nein, unvisible, wie ich das gehofft hatte. Und da ist auch etwas auf mich zugekommen. Oh! Okay, wir sind von einer feindlichen Rakete getroffen worden. Das ist ja lustig. Und wisst ihr was? Wir fliegen zurück und versuchen zu landen. Ich breche das hier ab. Warnung vom Radar. Oh Gott, oh Gott. Radar-Jammer? Jawohl. Ich habe jetzt mal versucht... Oh ja, das hat geklappt. Seht ihr? Da war gerade eine Rakete, die auf mich zugeflogen ist. Und die habe ich Gott sei Dank verwirrt. Das ist schon mal gut. So, alles ausgeschaltet. Und ich schlage vor, wir versuchen zu landen. Das wäre jetzt mein Plan. Leider sind die Libyer gewarnt. Und ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich drehe mal. Mal gucken, ob ich diesen anderen... Ist das ein Flieger? Sind das Abfangjäger von den Libyern? MiG-23, jawohl. Haha, das sind sie. Aber wie kann ich denn jetzt hier eine Sidewinder abschießen? Da ist er. Ach Gott, keine Ahnung, wie ich das mache. Schade. Wie schalte ich mich denn jetzt hier drauf? Und um ehrlich zu sein, könnte ich jetzt wesentlich höher fliegen und außer Reichweite gehen. Denn ich glaube, dass ich höher fliegen kann als die MiG-23. Und das machen wir jetzt mal. So, volle Pulle. Okay, mit M hätte ich jetzt die Flugzeuge identifizieren können, wenn ich gewollt hätte. Aber das wusste ich leider nicht, dass ich das machen kann. Aber ist egal. So, wir können, glaube ich, die Geschwindigkeit reduzieren. Oh, wieder das feindliche Radar, was mich entdeckt hat.
So, ich habe mal alles eingeschaltet, was ich habe. Oh ja, es war eine Rakete. Es war eine Rakete, die man auf mich abgeschossen hatte. Warum das jetzt lila wird, weiß ich nicht. Das wird mir auch der Selma verraten. Da werde ich einige Fragen haben. Ach, schon wieder. Dann lassen wir das mal an, oder? Und wir sind jetzt ja wohl schließlich über internationale Gewässer. Da kann man ja wohl nicht mehr auf mich rumschießen, oder? Die Flugzeuge sind wirklich sehr hartnäckig. Wo ist denn bitte schön meine... Wo sind denn meine Kameraden? Um mir zu helfen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Werden die mich jetzt bis nach Italien verfolgen oder was? Das ist nicht gut. Ihr habt gesehen, es ist gelb geworden. Wo sind denn meine F-16-Kameraden, die normalerweise jedes russische Flugzeug vom Himmel schießen? Und wenn man sie braucht, ist keiner da. Na super. Ich hoffe, dass der Punkt, auf den ich hier gerade zusteuere, der Flughafen ist. Wie weit geht denn das Radargerät? Gibt's doch gar nicht. Ah. Ui. Na, scheinbar wollen sie mich bis nach Hause begleiten. Das ist doch nett, oder? Kann ich auch verstehen. Es gibt da ein paar finstere Gegenden auf Sizilien, wo man wirklich nicht alleine nachts unterwegs sein sollte. Da freue ich mich doch drüber, dass ich von zwei freundlichen Kampfpiloten begleitet werde. Dann kann doch gar nichts passieren. So, ich gehe mal ein bisschen tiefer. Wir gehen jetzt auf 10.000 Fuß. Und das sieht doch aus wie ein Flughafen. Wir nehmen die Geschwindigkeit noch runter. Mal gucken, ob ich eine Landung hinkriege. So, Landing Gear ist 8. Oh, 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 oh. Bin zu langsam. Ich bin zu langsam. So. Ah, wird wahrscheinlich ins Meer stürzen. 300 Knoten und 5000 Fuß. Na, vielleicht klappt das. Mal schauen. Das wäre cool.
Wenn ich selber sagen könnte, dass ich sicher gelandet bin. Glaub nämlich nicht, dass er mir das zutraut. Ich werde jetzt gleich auch nochmal den Kurs korrigieren. Aber erst kurz vor der Landung werde ich nach links beidrehen. Ich habe ein bisschen die Geschwindigkeit wieder erhöht. So. Oh Mann. Also die Grafik, ja. Für einen 64er glaube ich schon ziemlich cool. Aber für jemand, der zu der Zeit schon Amiga gehabt hat, ist das natürlich nichts, ne? So, ich würde sagen, das ist eine gute Ausrichtung auf die Landebahn. Wir reduzieren die Geschwindigkeit. Die Flaps lasse ich jetzt mal drin. So, das könnte doch klappen, oder? 800, 700. Gear habe ich ausgefahren. Komm, Alexander, du schaffst es. 100. Und bremsen. Und Geschwindigkeit runter. Jetzt hoffe ich, dass die Landebahn lang genug ist. Welcome home, Leute. Wie findet ihr das? Ich habe das Spiel noch nie gespielt und habe es geschafft, den Flieger nicht nur nach Tripoli zu bekommen, feindlichen Beschuss abzuwehren. Ich bin von 2 MiG-Jägern angegriffen worden, sondern ich bin wieder sicher zu Hause gelandet. Klar, ich habe mein Ziel nicht erfüllt, aber ich bin lebend nach Hause gekommen. Das ist doch super und das ist ein sehr schöner Abschluss. Das freut mich und ich bin mal gespannt, was Selma für ein Gesicht macht, wenn ich ihm erzähle, was hier passiert ist oder besser noch, wenn er sich den Beitrag anschaut. Ich würde ihm gar nichts erzählen. Er soll sich das mal anschauen und dann werden wir im Abschlussgespräch darüber reden. Meine Damen, meine Herren, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es erstaunlicherweise sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst wegen der Komplexität, aber so ein paar grundlegende Sachen, die kriegt man doch noch hin. Vor allem dann, wenn man die ausgedruckte Anleitung vor sich hat und die Tastaturschablone. Das hat einem doch sehr geholfen. Dann wusste man wenigstens, welche Tasten man drücken muss. Das Einzige, was ich leider nicht herausgefunden hatte, war, wie ich mich auf Feinde aufschalte, sprich meine Waffensysteme danach ausrichte und diese Feinde dann auch vernichte. Das hat leider nicht funktioniert. Aber vielleicht werde ich das Spiel doch nochmal ausprobieren. So, wir kommen jetzt zum Ende dieses Replays. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei den Pretty Old Pixel mal wieder vorbeischauen würdet. Abonnent werdet, darüber freuen wir uns am meisten. Oder unsere vielen Replays euch anschaut, da würden wir uns noch mehr drüber freuen. Bis dahin wünschen wir euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.